Ja, Metro 2033, willkommen zurück. Wir befinden uns auf dem Weg zum Waffenmeister André. Wir machen jetzt hier mal ein wenig Licht an, damit wir hier was sehen. Jeweilig. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich so kacke aussehe. Es kam von gestern im Stream. Also, gestern war ja der Stream ausgefallen. Und, das hat mich tierisch geärgert, muss ich dazu sagen. Und das ist quasi jetzt der Samstag, den ich das jetzt hier aufnehme, um 11 Uhr. 11.51 Uhr. Ja. Dürft also euch nicht wundern. So, ja. Willkommen zurück erstmal zu Metro. Wie gesagt, huch. Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Okay. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Okay. Cool. Noch einmal Sicherheitsblick nach hinten, man weiß ja nie, ne? Wow. Wer ist er? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Verstanden. Bleib unter dem Radar. Was für eine coole Atmosphäre dieses Spiel hat. Das ist der Wahnsinn. Echt. Das ist echt der Wahnsinn. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ist gut zu wissen, ja. Entschuldigung. Mein Gott. Jetzt habe ich es aber auch. Was haben wir hier? Hallo. Hallo. So. Dann gucken wir mal hier. Also wie gesagt, das Spiel entpuppt sich immer mehr und mehr als Story-Game. Okay, hier haben wir eine Tür. Es sieht aus, als ob es da in der Tür weitergeht. Ich werde mal hier kurz schauen. Okay. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Wer redet denn da? Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quaps. Ach da. Huch. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Ja. Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Was? Warum? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Aber ich schieß auf! Los! Komm mir nach! Los! Okay, 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 okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du. Alter, lauf! Ich werd doch immer. Ey, ich werd getroffen, weißt du, ist klar, aber er nicht. Mir liegt's. Wow! Den haben sie erschossen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, und jetzt? Ich weiß noch nicht, wo lang. Wow! Halt, du Mist! Ja! In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Ah, okay. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über Overalls. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken.
aber du wirst unangekündigt mitfahren. Okay. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Okay. Das ist natürlich interessant. Okay, und jetzt sind die anscheinend weg, oder was? Der hat ein bisschen viel getrunken, so wie es ausschaut. Es sind ja viele hier, die betrinken sich wohl eher in der Metro. Und wir sind schon wieder in einer Station, was mir auffällt. Das gibt's doch nicht, also... Aufmachen, Kontrolle. Okay, anscheinend kann man nicht überall rein. Oben darf ich jetzt auch nicht mehr lang, da steht jemand. Ne? Hallo? Hallo? Ach, ich muss ihm jetzt hinterhergehen anscheinend, ne, glaube ich, oder? Kann das sein? Oh. Patronen. Patronen, ja. Nehmen wir die Patronen mal mit. Die putzt auch im Kreis. Wie in der Folge 2 oder 1, wo das war. Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir... Gib ihm, Rechts-Links-Kombination. Okay. Ja, genau. Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Medipacks, Filter, Messer, alles, was man für die Reise braucht. Mehr habe ich nicht. So, dann werden wir mal voll ausrüsten hier uns. Sie müssen aber bis 15. Ja, du hast anscheinend nicht mehr bis 5 gezählt, so wie du in dein Gesicht aussiehst. Abgemacht. So. Besuch uns. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Ja. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet. Was gibt's denn hier noch so für Waffen? Was ist das denn? Alter, Helsing. Van Helsing. Eine leise Trommel Luftdruckwaffe mit die Metallbolzen verschießt. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Okay. Ja gut, die kennen wir ja. Das ist die Tika. Eine primitive Luftdruckwaffe, die überraschend leise und genau ist. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Okay, ist dasselbe. Der Revolver kennen wir. Das ist eine doppelläufige. Die hatten wir am Anfang. Ja, und die will wir... Ja, okay, die AK, die haben wir ja auch. Da ist auch nochmal eine VSV. Ein genaues und leistungsstarkes Sturmgewehr, das sich besonders für Kämpfe bei mittlerer Erfahrung eignet. Mittlerer Entfernung eignet. Die etwas geringe Mündungsgeschwindigkeit verursacht zwar weniger Lärm des Geschosses, fällt aber früh zu Boden. Mhm. Und dann ja, die Standard, die Bastard, die kennen wir ja. Für Sie einfach. Was ist das? Alter, Walter, 210 Höllenhauch. Sie werden den Kauf nicht. Die Schienenkanone verschießt Kugeln von Kugellagern mit unglaublicher Geschwindigkeit, jedoch dauert es etwas, den Akku aufzuladen. Verursacht beim Abfeuern weniger Schaden, wenn der Akku nicht vollständig geladen ist. Okay, gehen wir mal nochmal zurück. Machen wir mal anpassen hier. So, die Zieloptik oder den Lauf oder verschiedenes. Machen wir mal Zieloptik. Reflexvisier. Infrarot-Zieloptik. Nee, ich glaube Zieloptik lasse ich mal. Machen wir mal den Lauf. Was haben wir hier? Verlängerter Lauf. Macht die Schrotflinte bei mittlerer und großer Entfernung effektiver, da die Streuung des Schrotes verringert wird. Das nehmen wir mal, das klingt gut. Hat er das jetzt eingebaut oder nicht? Verlängerter Lauf von Taumler entfernt. Entfernen? Nein, nicht entfernen, okay. So, verschiedenes, was haben wir da noch? Laservisier brauchen wir nicht. Okay, dann passen wir mal die AK an. Da machen wir mal ein... Zweifach Zieloptik haben wir, Reflexvisier und Infrarotvisier. Wir machen mal den zweimal.
Der kostet mich mal eben so läppische 45. Ja, ist mir egal. Kaufe ich jetzt so. Und den Revolver. Guck mal, dann machen wir da was Neues. Achso, die Infrarot-Zielvisier. Ja gut, aber brauchen wir nicht. Gut. Ich würde sagen, wir sind gut ausgerüstet. Hab schon wieder Frosch im Hals. So. Mal nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Kleinen Moment. Sonst komme ich ja da nicht zu. So. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist der Waffenmeister. Ich frage mich gerade, er ist doch Waffenmeister. Warum hat er denn zu uns gesagt, schau dir unsere Läden an? Anstatt er doch sagt, komm, ich baue dir mal eben eine schöne, geile Pump-Action-Schrotflinte, doppelläufige, Vierfach-Zoom mit Super-Reflex-Visier. Aber nein, ich muss mir die Waffen selber kaufen. Naja, egal. Ist halt Spiel, man soll sowas nicht hinterfragen. Boah, ist das geil. Ist okay, Jungs. War ein geiles Teil. Na los, spring in das Loch, Artyom. Okay. Und jetzt? Also. Ich möchte jetzt erstmal lesen, bevor es weitergeht. Ich weiß nicht, warum ich in das Loch springen sollte, aber ich sollte da reinspringen. Schauen wir mal. Also. Eintrag 2. Entschuldigung. Ich habe so einen Frosch im Hals, das gibt's doch gar nicht. Ich lag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, für die man wesentlich mehr Mumm braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus den roten Linien und riskiert natürlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Durch ein Netzwerk aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Roten noch immer nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um von der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Krieges zwischen roter Linie und Reich gelangen. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Der wichtige Teil ist es zu wissen, was man abspringen. Nee, wann man abspringen muss. Okay, ach du Scheiße. Jetzt muss ich gleich abspringen, oder was? Muss ich jetzt hier wieder raus, oder? Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich jetzt hier warten? Was? Jetzt aber nicht, ich muss mich da drunter hängen. Ach, da unten reinklettern. Bestimmt. Ach du Kacke. Artyom, siehst du dieses Gerät? Ja. Okay. Wie cool ist das denn? Oh, ein Metrobuch. Habe ich ja für unterwegs was zu lesen. Dann wird mir nicht langweilig auf der Fahrt. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Achso, es geht in die andere Richtung. Ah, jetzt kann ich... Ach toll, ich dachte, ich kann was sehen. Naja. Da bin ich ja mal gespannt. Dann werde ich mir jetzt gleich mal ein Buch rausholen und werde mir während der Fahrt mal... Hey, André! Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Ja. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Das ist keine erste Klasse, das ist klar. Was ist jetzt? Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Alles klar. Meine Güte. Oh, wie cool ist das denn?
oder anderweitig werden mit Haftstrafen wegen Verrat geahndet. Wie cool ist das denn? Jawohl. Ich sag ja, Phantasialand. Oh, da lief eine Maus. Dip, 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 dip. Oder eine Ratte. Alter Falter. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Das Brett vorne müsste weg. Der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Das Brett müsste weg, dann sieht man mehr. Das wäre cool. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater Was? Auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas könnte, so eine Pille schlucken, um drauf zu gehen. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns gegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Yeah, aha. Kapitel 4 jetzt mittlerweile schon. Wahnsinn. Wow. Jetzt sitzen wir doch niedriger, oder meine ich das nur? Was? Was? Wow! Was? 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 Jetzt sind wir runtergefallen? Ach du Scheiße. Da hat er uns noch vorgewarnt. Ja. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, spannend, seht ihr in einer weiteren Folge Metro 2033. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, bis dann. Ciao.